Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen, wenn es um betriebliche Altersvorsorge geht? Also die größten Herausforderungen, natürlich sehen Sie das jetzt wahrscheinlich im Hinblick auf die säulenübergreifende Altersvorsorgeinformation. Die größten Herausforderungen sehe ich in zwei Bereichen. Der eine ist, wir haben in Deutschland eine sehr lange und sehr schöne Tradition der Altersversorgung durch den Arbeitgeber. Sehr viele Menschen haben von ihrem Arbeitgeber eine direkte Zusage. Gleichzeitig bedeutet das aber, dass sie sehr viele unterschiedliche Institutionen haben. In Deutschland schätzen wir, dass es über 40.000 Institutionen gibt, die Altersvorsorge zugesagt haben und die sie dann unter einen Hut bringen müssen. Das hinzukriegen ist eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung bei uns in Deutschland besteht darin, wie identifizieren Sie einen Menschen? Das heißt, wie stellen Sie bei einem Anfrager fest oder bei einer Anfragerin, dass das die Person ist, die jetzt ganz genau bei Ihnen einen bestimmten Anspruch hat? Und diese Frage ist in Deutschland schwierig zu beantworten, weil wir keine eindeutigen Identifikationsmerkmale haben und aus datenschutzrechtlichen Gründen uns auch dort schwer tun. Ob das gut oder schlecht ist, das ist jetzt eine andere Frage, aber das ist ein Fakt. In anderen Ländern haben Sie häufig Zahlen, zum Beispiel eine Sozialversicherungsnummer, die jeden Menschen eindeutig identifiziert und mit deren Hilfe Sie so etwas sehr leicht zusammenführen können. Das ist bei uns im Moment noch nicht so gegeben. Sie haben eine konzeptionelle Grundlage für die Einführung einer säulenübergreifenden Renteninformation erarbeitet. Wie lauten die wesentlichen Ergebnisse? Okay, die wesentlichen Ergebnisse, an eins würde ich sagen, ist es machbar, haben wir festgestellt. Und es ist nicht nur machbar, es ist auch gesamtgesellschaftlich wünschenswert. Man sollte das tun. Es ist ein ambitioniertes Projekt. Ich habe gerade schon gesagt, was man alles unter einen Hut bringen muss. Deswegen schlagen wir vor, das Ganze schrittweise zu tun. Wir schlagen vor, dass man sich dabei weitgehend auf so gut es geht auf vorhandene Dinge stützen sollte. Das macht die Sache einfacher, macht die Sache auch kostengünstiger. Wir haben ein System vorgeschlagen, das sich an den Stichworten sammeln, filtern und aggregieren orientiert. Sie sammeln die Informationen an einer Stelle. Sie filtern sie in dem Sinn, dass Sie die Informationen alle auf denselben Stand bringen, in dieselbe Bezeichnung bringen, sodass sie überhaupt verständlich und vergleichbar werden. Und Sie rechnen zum Schluss das Ganze in eine Monatsrente um, in eine lebenslange Monatsrente, die dem einzelnen Nutzer oder der einzelnen Nutzerin dann sagen würde, womit kannst du denn etwa rechnen, wenn du in Rente gehst, um dann überhaupt eine Einschätzung zu ermöglichen, was bedeutet das für meinen Lebensunterhalt? Wir halten diese Idee, strukturierter Überblick und dann eine Umrechnung, für einen ganz wesentlichen Punkt. Da wird man sicherlich noch über viele Fragen nachdenken müssen. Ein wichtiger Punkt, den wir auch sehen, ist, das dann hinterher weiter nutzbar zu machen. Der Export, also die Möglichkeit, das dann irgendwie in andere Systeme zu übertragen, sich auszudrucken oder Ähnliches, ist auch wichtig, um hinterher dann, wenn denn Bedarf besteht, eine entsprechende Beratung nutzen zu können. Wir halten alles das für machbar und wir glauben, dass wir da auf einem guten Weg insgesamt in Deutschland sind. Und welche Institution soll die Plattform denn betreiben? Wir glauben, dass das eine Mischung aus staatlichem Mitwirken und einer Beteiligung aller wesentlichen Altersvorsorgeinstitutionen sein sollten. Wir haben drei Säulen in Deutschland. Das heißt, wir haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Beteiligte dabei. Der Staat möchte, und so steht es auch im Koalitionsvertrag, eine Aufsicht über dieses Thema haben. Das halte ich auch für sinnvoll und damit muss man bei der Trägerschaft irgendwie sicherstellen, dass alle diese Interessen sinnvoll gemeinsam unter einen Hut gebracht werden. Unter dem Stichwort einer Public-Private Partnership könnte man sich das vorstellen. Wichtig wäre aber auch, einen Träger zu schaffen, der das relativ schlank macht, um einfach das Thema Kosteneffizienz dabei möglichst im Auge halten zu können. Wie können denn die Informationen vergleichbar gemacht werden? Ja, die Vergleichbarkeit der Informationen ist zunächst mal bei uns dadurch geregelt, dass wir eben vorschlagen, alles in eine lebenslange Monatsrente umzurechnen. Das heißt, dann haben Sie schlichtweg nachher, wenn Sie alles zusammenzählen, aus all den verschiedenen Quellen, die Sie da haben, einfach eine Gesamtzahl, die Ihnen dann sagt, was kann ich denn ungefähr erwarten. Wir glauben, dass das eine sinnvolle Weise ist, insbesondere auch für den einzelnen Bürger nachher verständlich zu machen, wo er steht. Ansonsten muss man bei der Vergleichbarkeit natürlich schon sich fragen, was meint man damit überhaupt? Ist der Karrieretrend, die Gehaltssteigerung, die Sie bei einer metallverarbeitenden Firma haben, bei einem Pharmaunternehmen haben,
bei einem Staatsunternehmen wie einer Universität haben. Wie vergleichen Sie die? Sind die gleich? Nein, die werden nicht gleich sein. Wenn Sie bei der einen Versicherung sind oder bei einem Investmentfonds sind, werden Sie andere Renditen erwirtschaften. Die Vergleichbarkeit, glaube ich, ist relativ, da sind enge Grenzen gesetzt an dieser Stelle. Aber durch eine Umrechnung und eine Monatsrente glauben wir, dass wir eine Möglichkeit schaffen können, für den Einzelnen da einen Vergleich herzustellen. Wie kommen die Informationen von den Trägern auf die Plattform? Wir schlagen vor, dass das dadurch passiert, dass der einzelne Nutzer sich auf der Plattform einloggt, authentifiziert und dann eine Abfrage startet. Die Abfrage würde dann zu den Vorsorgeeinrichtungen gehen. Die Vorsorgeeinrichtungen würden dann, wenn denn der Nutzer bei Ihnen eine Versorgung, eine Altersversorgung hat, eine Rückmeldung geben. Dafür haben wir eine Datenschnittstelle vorgeschlagen. Das heißt, dann werden die Daten in einer bestimmten, vorgegebenen, standardisierten Weise übermittelt und dann dem Nutzer praktisch verfügbar gemacht.